Hallöchen. Ich möchte gerne in diesem Video meine Geschichte mit dir teilen, wie ich meine Esssucht oder ich möchte fast sagen Fresssucht geheilt habe oder auf dem Weg bin, die zu heilen, weil ich glaube, das wird noch weiter voranschreiten, was da irgendwie möglich ist. Und ja, ich habe da einen Weg gefunden, und zwar mit dem Fasten, also intermittierendes Fasten, das heißt bis mittags um 12 nichts zu essen und auch längere Fastenphasen, beziehungsweise faste ich einmal die Woche einen Tag. Und wie das alles vonstatten geht, wo es mal losgegangen ist und wo ich jetzt stehe, das möchte ich gerne dir hier und jetzt erzählen. Und die Ausgangssituation war folgende, dass ich echt die ganze Zeit am Futtern war, gefühlsmäßig oder gefühlt. Und 7 Stück Kuchen, weil ich mich nicht entscheiden konnte oder weil ich einfach ja, nicht stoppen konnte. Hintereinander war keine Seltenheit. Ich habe ganz viel Schokolade gegessen, ich habe ganz viel Gummibärchen gegessen, Chips, also das ganze, ich sag mal, ungesunde Programm. Und ich habe da auch schon ein Video zu gemacht, wie ich so meine Geschichte erzähle, wie ich halt 20 Kilo abgenommen habe. Also da erzähle ich auch nochmal ein bisschen mehr darüber, wie das alles zustande kam. Ich verlinke dir das mal oben in der Infokarte, das Video. Und ja, du hörst schon, ich war ziemlich zuckersüchtig und bin auch aus dieser Sucht rausgekommen. Da gibt es auch eine ganze Serie mit Videos, die verlinke ich dir auch mal, die Playlist. Und also ich habe schon einige Videos dazu gemacht und heute, wie gesagt, geht es explizit darum, was hat das Fasten bei mir verändert an meinem Essverhalten. Warum will ich das überhaupt verändern, mein Essverhalten? Ich hatte das Gefühl, dass da sehr selbstzerstörerische Programme laufen, die mir nicht gut getan haben. Ich habe mich unwohl in meinem Körper gefühlt. Ich habe, ich konnte mich mit den 20 Kilo mehr zum Beispiel kaum noch bücken ohne Schmerzen. Ich bin die Treppen nicht richtig hochgekommen. Und mit meinen irgendwie Mitte 30 war das schon ganz schön frustrierend, irgendwie das Gefühl zu haben, ich bin eine alte Frau und kann mich nicht richtig bewegen. Und auch in meiner Familie gibt es Diabetes, es gibt Bluthochdruck, es gibt Herzkrankheiten, es gibt Krebs und das ist alles, hängt alles mit, sind alles Erkrankungen, die mit zu viel Essen und Übergewicht und so zu tun haben. Und ja, deswegen war es für mich irgendwie so die Motivation, da irgendwie neue Muster zu etablieren und auszusteigen, mich neu zu programmieren, so dass, ja, dass ich mich jetzt in meinem Körper wohlfühle oder immer wohler fühle. Und ich bin jetzt nicht so die Freundin, die sagt, okay, ich nehme jetzt mal ein paar Kilo ab, damit ich besser in die Klamotten reinpasse oder damit ich mehr Selbstbewusstsein habe. Aber ehrlich gesagt habe ich schon beobachtet, dass halt dieses Übergewicht und dieses Unwohlsein, dieses Nichtwohlfühlen in meinem Körper und mit mir, dass es halt schon auf mein Selbstbewusstsein geschlagen ist. Und als ich halt immer mehr abgenommen habe ich mich wohler gefühlt. Und das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich das Gefühl hatte, ich habe es in der Hand, ich kann was bewegen, ich kann was bewirken. Und ich habe auch viel emotionales Essen gehabt, ne, wenn es mir nicht gut ging. Ich wurde früher halt auch viel gehänselt und da haben sich auch so Muster eingeschlichen, dass ich da einfach ja, viel gegessen habe, um was runterzuschlucken und auch aus Langeweile. Also ich hatte früher kaum Freunde und war viel allein zu Hause. Meine Eltern waren arbeiten und ich habe irgendwie den Anschluss nicht so recht gefunden. Ja, und das alles hat dann zu diesem Essverhalten geführt oder Fressverhalten, ja. Und es gab auch irgendwie immer diesen Satz in mir, ich krieg nicht genug, ja. Da gab es ein Loch in mir, das war nicht zu stopfen mit Essen. Und egal, wie viel ich gegessen habe, ja, das war nicht zu befriedigen. Und das ist dann zum Beispiel auch die psychische Ebene, wo man
wo jeder hingucken sollte, der damit ein Thema hat mit zu viel Essen, dass es da unbefriedigte Sehnsüchte gibt, ungestillten Hunger nach irgendwas, ja, wo aber Essen nicht das Richtige ist, um das zu befriedigen. Und das merkst du daran, dass egal wie viel du isst, da ist immer noch ein Hunger. Und vielleicht ist dieser Hunger seelisch nach irgendwas. Ja, irgendwelche Wünsche, die du dir erfüllen solltest, eine Weltreise oder was weiß ich, Klavier spielen, fotografieren, sowas war es bei mir, oder Sprachen lernen, reisen. Ja, und da einfach zu schauen, was gibt's da. Und dann hat sich natürlich auch durch die Zeit mein Magen immer mehr vergrößert. Ich habe ja auch Anatomie und Pathologie eine Weile unterrichtet und da ist es halt so, da habe ich dann nochmal das sozusagen gelesen und konnte das auch gut nachvollziehen, dass wenn man zum Beispiel einen Monat lang weniger isst, dass sich der Magen halt dem auch anpasst und kleiner wird. Und wenn man größere Mengen isst, dann ist der Magen auch größer und dann passt da natürlich auch viel mehr rein. Ja. Und dann möchte ich jetzt kurz von zwei unterschiedlichen Phasen berichten. Ich hatte einmal 2015 diese Abnehmphase von einem halben Jahr, wo ich diese 20 Kilo abgenommen habe, wo ich auch schon einmal die Woche einen Tag gefastet habe, plus viermal die Woche Sport. Da war wirklich die Motivation, einfach abzunehmen, mir die Kalorien zu sparen. Und ich wollte einfach in einer kurzen Zeit, also ein halbes Jahr ist jetzt auch sozusagen ein längerer Zeitraum, aber halt, ich wollte da wirklich abnehmen. Ich wollte diesen großen Sprung schaffen, um dann einfach auf einem guten Level weiterzumachen, wo ich jetzt halt bin. Und im Moment geht es mir darum, einfach mein Gewicht zu halten und, wie gesagt, neue Essensmuster zu etablieren, mich neu zu programmieren. Ja, und es geht mir darum, das automatische Essen zu unterbrechen. Ja, und ein Freund von mir, der mal mit dem Rauchen aufgehört hat, der hat mir mal so einen Tipp erzählt, oder als wir darüber gesprochen haben, dass wenn er sich eine Zigarette nimmt, soll er jedes Mal, bevor er sie anzündet, aufschreiben, wie viel Uhr es ist, wo er gerade ist, warum er die jetzt raucht, was die Umstände sind. Und das, dabei geht es darum, die Automatisierung und zu unterbrechen. Ja, dieser automatische Ablauf, ich nehme die Schachtel, ich nehme die Zigarette, ich zünde sie mir an, so. Und genauso habe ich das quasi, macht es das Fasten mit dem Essen. Ja, durch die Fastenphasen und das bewusste dann wieder anfangen, bin ich jedes Mal wieder aktiv dabei, das bewusst zu machen. Und das ist das, was sozusagen dann am Ende dazu geführt hat, dass ich mittlerweile sehr zufrieden bin mit meinem Essverhalten. Und ja, aber dazu ganz langsam. Es geht im Moment darum, diese ganzen Glaubenssätze und Muster, die ich habe, halt langsam neu zu programmieren und zu merken, dass ich A, genug zu essen bekomme. Und das ist was, was bei dem Fasten total absurd eigentlich klingt, ja, weil man auf Essen verzichtet oder halt das Essen mal weglässt. Und trotzdem passiert in meinem Kopf da irgendwie was, dass ich das Gefühl habe, ich habe genug, ja. Also ich merke dann einfach danach, aha, dann kommt ja wieder was. Und so kann ich quasi diese Abfolge unterbrechen. Und im Moment ist es so, dass ich einmal die Woche trocken faste und einen Tag lang. Aber dadurch, dass ich ja abends um 8 aufhöre zu essen und am nächsten Tag sozusagen erst wieder um 12 anfange, habe ich ja eh diese Trockenphase, diese Fastenphase, dieses intermittierende Fasten. Das mache ich jetzt ungefähr seit einem Jahr quasi, mache ich das intermittierende Fasten und seit Anfang des Jahres mache ich Trockenfasten. Und wenn ich dann quasi diesen einen Tag dazwischen baue, dann sind es insgesamt 40 Stunden. Ich hoffe, diese Rechnung könnt ihr so nachvollziehen. Also, ich sage mal, Montag um 8 höre ich auf,
Dienstag esse ich nichts und Mittwoch um 12 fange ich wieder an. Das sind dann sozusagen 40 Stunden. Und das mache ich jetzt seit Juli, also so 3 Monate. Und ich habe so langsam das Gefühl mitzubekommen, dass sich an diesen Mustern, die da in mir sind, was verändert. Dass ich, wie gesagt, das Gefühl habe, ich habe genug, es gibt genug zu essen. Und jedes Mal, wenn ich wieder neu anfange, an dem Mittwochmittag sozusagen zu essen, entscheide ich mich natürlich bewusst für etwas, was mir in dem Moment dann gut tut. Und das sind im Moment meistens Gurken und Tomaten. Oder als erstes halt mal ein Gurkensnack sozusagen, eine grüne Gurke. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal zu diesen Menschen gehöre, die mit so einer ganzen Gurke irgendwie als Snack durch die Gegend laufen. Aber ja, jetzt bin ich das. Und ich habe ja auch einen großen Rohkostanteil und da ist zum Beispiel auch ganz schön, dass ich einfach dieses leichte Gefühl, ja, was ich jetzt auch dadurch, dass ich das Gewicht verloren habe, einfach, dass das permanent da ist. Dieses Wohlgefühl, das mich halt, was ich vorher immer hatte, bei gekochtem Essen oder bei fettem Essen oder ja, dass ich da ein ungutes Gefühl hinterher hatte. Also für die, die es nicht wissen, ich bin Rohköstlerin, also auf dem Rohkostweg. Nicht 100% Rohkost, aber schon einen sehr, sehr hohen Anteil. Und wie gesagt, dadurch habe ich halt auch wirklich dieses schöne, leichte Körpergefühl. Und genau, dieses regelmäßige Aufhören zu essen, wieder anfangen zu essen, trainiert quasi auch den Geist. Ja, das sind, wie gesagt, ich möchte auch betonen, dass ich es wichtig finde, das langsam zu machen und gut auf sich zu achten und auch wirklich das als langfristigen Prozess zu sehen, weil diese Muster, die man sich über so viele Jahre, ja, 10, 20, 30, je nachdem wie alt du bist, angeeignet hat, es braucht natürlich auch eine Zeit, die rauszubekommen. Ja, und da hilft total, also hat mir total geholfen, dieses zu spüren, wie gut es mir damit geht. Ja, und ich gucke natürlich auch, dass ich mich jetzt nicht zu krass irgendwie dazu zwinge. Aber ich habe zum Beispiel auch gemerkt, dass mir das echt gut tut und diese Pause zu haben. Ich habe mal einen Morgen, wo ich so irgendwie dachte, ach, ich bin mal heute nicht so streng zu mir und ach ja, und ja, ein Teil von mir, der empfindet das, hat es als streng empfunden, dass ich halt morgens immer faste. Und habe dann was gegessen und habe dann aber gemerkt, so, nee, mein Körper kann damit gerade gar nichts anfangen. Und dann habe ich gemerkt, so, okay, es tut mir wirklich richtig gut, dieses intermittierende Fasten. Und ich gewinne dadurch auch Zeit und Ruhe. Ja, Fasten ist für mich auch so eine Ruhezeit. Ich spare mir die Zeit zum Einkaufen, ich spare mir die Zeit zum Zubereiten, ich spare mir die Zeit zum Verzehren. Ja, und das ist dann so Zeit, die ich anderweitig benutzen kann. Und beim Fasten, wenn du das halt wirklich bewusst machst, dann kannst du da halt, hast du da auch die Zeit, dann darüber nachzudenken oder zu reflektieren, wofür steht das Essen für dich? Ne? Das einfach mal zu verlangsamen, den Alltag dadurch und wirklich zu fragen, wofür steht das Essen? Welche Sehnsucht ist ungestillt in mir? Ja? Und wenn du dir diese Ruhe gibst, dann kannst du halt auch deine Verhaltensmuster bemerken und halt auch dahingehend verändern, dass du dich wohlfühlst. Und meine Motivation ist wirklich der Wunsch, gesund alt zu werden und mich wohlzufühlen in meinem Körper, mit meinem Körper und mich fit zu fühlen und mich fit zu fühlen. Genau, das hat mir da geholfen und ja, so ein Retreat, was das Fasten zum Beispiel für mich auch ist, also so der Rückzug dann
ist einfach wirklich eine schöne Zeit, die ich gerne mit mir verbringe. Und ja, wenn du, genau, und bei dem letzten Retreat, bei dem Meditationsretreat, was ich mit Tobias im August gegeben habe, da waren wir zum Beispiel auch eine Gruppe von 12 Leute. Und es war ein Rohkost-Retreat und es ging nicht um Fasten, es ging auch nicht um Abnehmen, sondern es war einfach so eine bewusste Zeit mit mir selbst, mit jedem Einzelnen, die da war. Und viele haben mir hinterher berichtet, dass sie abgenommen haben. Ich habe das bei mir selber auch gemerkt. Und es liegt einfach daran, dass ich mich in der Zeit mit anderen Sachen genährt habe, durch andere Sachen genährt wurde. Und das, finde ich, ist auch so ein Geheimnis, dieses sich anderweitig zu nähren und nicht durch das Essen, was wir vielleicht aus Frust und aus Langeweile und aus automatisierten Abfolgen irgendwie Mustern machen. Ja? Und wenn du Lust hast, da gemeinsam das mal auszuprobieren mit dem Fasten, vielleicht hast du auch schon gefastet und hast einfach Lust, dir so ein Retreat zu schenken, so eine bewusste Zeit zu schenken. Es soll auf jeden Fall nicht so eine Zeit sein, wo es um Verzicht geht, sondern bei diesem Fasten-Retreat, was Tobias und ich im November machen, vom 11. bis zum 18., geht es wirklich darum, dass jeder Einzelne bei sich ankommen kann. Das geht um Sinnlichkeit, es geht ja um ein anderes Genährtsein. Ja, wir wollen nicht den Fokus darauf lenken, irgendwie abzunehmen und asketisch zu sein und Mangel zu erleben, sondern das wird eine richtig erfüllende, schöne Zeit. Und bis zum 15. gibt es dann noch den Frühbucherpreis, wenn es dich irgendwie ruft dazu. Es gibt noch ein paar Plätze und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Zeit. Wir haben ein schönes Haus gemietet an der Rhön und das liegt in Hessen und ja, in der Natur, 8 Tage und alle weiteren Infos findest du in der Infobox unten. Ja, und wenn du noch Fragen hast, schreib gerne einen Kommentar und ich beantworte die sehr gerne. Meine Erfahrungen teile ich gerne mit dir und genau, schau dir auch die anderen Videos nochmal an zu dem Thema, die ich schon so gemacht habe. Gibt es, wie gesagt, eine ganze Playlist und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder einschaltest und wünsche dir alles, alles Liebe. Ciao.